Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich lade dich heute zu einem Interview ein mit Sabrina Fox, das besonders in dieser Jahreszeit ein spezielles Thema hat, nämlich barfuß gehen. Und was das mit unserer Sensibilität zu tun hat und warum es besonders für uns vielleicht super hilfreich ist, das erklärt sie ganz wunderbar und spricht von ihren Erfahrungen, Erlebnissen, barfuß im Leben unterwegs zu sein und was das mit ihr gemacht hat, was es für Vorteile gebracht hat und warum das besonders für uns feinsinnige Menschen eine wunderbare Möglichkeit sein kann, um unser Nervensystem zu beruhigen und um entspannter zu sein. Mich hat dieses Interview sehr inspiriert und das wünsche ich dir jetzt auch. Viel Spaß! Ich freue mich, dass ich heute Sabrina Fox im Interview habe. Hallo Sabrina. Hallo Stefanie. Ich habe dich kennengelernt in einigen Online-Kongressen, auf YouTube-Videos. Du bist da ganz aktiv. Und zwar, was mir da aufgefallen ist, ist das Thema Barfußlaufen, dass du sehr lange, ich glaube über anderthalb Jahre, kontinuierlich barfuß gelaufen bist. Seit 7 Jahren jetzt. Ach, seit 7 Jahren doch schon. Ja. Ich weiß, dass das, als ich mich informiert habe auf deiner Webseite, da stand eben mal so ein Bericht nach anderthalb Jahren und du hast auch ein Buch drüber geschrieben und ich dachte, boah, das ist spannend auch zum Thema Sensibilität, weil das ja sehr sensibel ist, über die Füße dann den Boden wahrzunehmen und war jetzt ganz neugierig, was das so mit dir gemacht hat, aber du machst ja noch viel mehr. Magst du dich mal vorstellen für die Hörer? Ja, also ich heiße Sabrina Fox, bin 62 und beschäftige mich seit 30 Jahren mit spirituellem Wachstum und habe auch schon einiges an Büchern zu den diversen Themen geschrieben, die mich dann immer interessieren an diesen unterschiedlichen Lebensbereichen. Und dadurch, dass ich quasi übers Leben schreibe, gibt es halt auch alles an Themen, was mich da beschäftigt, von Beziehung bis über den Körper sprechen, bis über Meditation. Also da ist einfach alles dabei. Ja, das habe ich festgestellt auf deiner Webseite. Sehr umfangreich thematisch und auch sehr interessant. Und jetzt das Thema Barfußlaufen. Du bist winters wie sommers das ganzjährig barfuß gelaufen. Verstehe ich das richtig? Also das ist ja so, dass wenn wir sensibel sind und auf unseren Körper hören wollen, dann sagt uns unser Körper irgendwann mal, das ist zu kalt. Und das sagt mir mein Körper natürlich auch. Ja. Und ich höre auf meinen Körper. Mhm. Also sprich, ich kann natürlich jetzt im Winter keinen Schneespaziergang machen über 1,5 Stunden ohne Schuhe. Da fallen mir meine Zehen ab und ich bin mit 10 Zehen auf die Welt gekommen und ich möchte mit 10 Zehen auch wieder aus dieser Welt gehen. Also wenn ich barfuß gehe, das erste Jahr, da habe ich dann eben auch das Buch drüber geschrieben, auf freiem Fuß, wollte ich einfach mal schauen, da habe ich im Sommer angefangen und wollte einfach mal schauen, geht das überhaupt? Was passiert denn da mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Was passiert mit meiner Umwelt? Weil barfuß in ein Restaurant zu gehen, in ein Flugzeug zu steigen, in einen Zug zu gehen, auf der Straße zu gehen, auf der Wiese zu gehen, im Wald zu gehen, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich leider geworden. Ja. Und so habe ich einfach so eine Art Tagebuch geschrieben, in dem ich so mal aufgeschrieben habe, was da alles passiert ist, innerlich wie äußerlich. Mhm. Und das ist halt ein hochspannendes Thema, weil wir natürlich auch so ein bisschen den Kontakt zur Erde verloren haben. Und durch das Barfußgehen passiert das eben wieder. Ja, das ist auch ein großes Thema für viele Menschen mit Hochsensibilität, gerade die Erdung. Ja. Und das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich liebe das auch immer. Das ist für mich auch so ein
Zeichen, dass jetzt tatsächlich der Frühling wieder beginnt, wenn ich barfuß wieder über eine Wiese gehen kann. Das ist im Winter auch schön übrigens. man kann halt nicht lange stehen bleiben. Also wenn ich jetzt im Winter ich wohne zwar auf dem Land, aber ich bin auch ab und zu in der Stadt, da irgendwo gehe und jemand will mich da an ein Gespräch verwickeln, bei einem Grad plus ein Grad, dann sage ich, wir müssen jetzt leider gehen, weil im Stehen, das geht da nicht. Dann sagt mein Fuß irgendwann mal, und das reicht. Ja, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und du hast gerade gesagt, das hast du beobachtet, was es äußerlich und innerlich mit dir macht. Jetzt finde ich natürlich das Innerliche ganz spannend, weil das Äußerliche kann ich mir einiges vorstellen. Was passiert oder was ist innerlich dir passiert? Also das, was hauptsächlich passiert, ist natürlich, dass du dich komplett erlebst. Also bei vielen ist es ja so, dass sie sich nur als Kopf erleben. Und nicht mehr den Rest des Körpers wahrnehmen. Wenn du barfuß gehst, ist das ausgeschlossen, weil dein Körper konstant durch die Fußsohlen Informationen bekommt. Und also ist es heiß, ist es kalt, ist es rutschig, ist es feucht, ist es angenehm, piekst was. Und dadurch hast du ein komplett anderes Körpergefühl. Also du kannst dich dann nicht mehr verlieren in irgendwelchen Gedankengängen, ohne den Körper mitzunehmen, weil der ist einfach da und du erspürst ihn. Ah, ja. Und dadurch, dass du ihn erspürst, hast du wieder ein ganz anderes, tieferes Verständnis für deinen Körper. Also ich habe mich zum Beispiel früher, bevor ich barfuß ging, sehr, sehr oft an den Füßen angehauen. Also gerade der kleine Zeh, dass der überhaupt noch dran ist, ist ein Wunder. Weil da blieb ich an irgendwelchen Stuhlbeinen und Tischbeinen hängen und alles Mögliche. Das passiert mir so gut wie nicht mehr, seitdem ich barfuß gehe, weil ich weiß, wo meine Füße sind. Mhm. Weil du auch achtsamer geworden bist. Ja, du kannst nicht mehr der Geschwindigkeit anderer Leute folgen, was auch eine spirituelle Komponente hat. Wenn ich heute mit jemandem, ich war gerade mit 4 Freundinnen beim Spazierengehen und die wissen schon, weil sie mich ja lange kennen, so schnell kann ich nicht gehen, weil meine Füße einfach sich auf den jeweiligen Boden anpassen müssen. Und da kann ich nicht einfach so durchrasen, als wenn hinter mir jemand mit einer Peitsche her wäre. Und ich kann mich auch niemandem mehr anpassen. Ich muss meinen eigenen Weg in meiner Geschwindigkeit gehen. Und das ist allein schon eine schöne spirituelle Erfahrung. Das berührt mich auch gerade. Also einerseits so dieses, sich geerdet zu fühlen, den eigenen Weg zu gehen. Und was mich sofort daran erinnert hat, ist ja auch, was du sagtest, diese Selbstwahrnehmung, weil es gar nicht mehr anders geht, musst du ja, dadurch, dass die Informationen permanent über die Füße kommen. Und das ist ja auch für uns hochsensible Menschen, die wir meistens gepolt darauf sind, auch im Außen alles Mögliche wahrzunehmen, kann das ja sehr hilfreich sein, um eben leichter und auf eine andere Art nochmal sich selber wahrzunehmen, das zu lernen. Es ist interessant, das Thema hochsensibel, mit dem du natürlich sehr viel vertrauter bist als ich, ist es ja auch immer eine Frage, kann ich das als Geschenk sehen? Ja. Oder sehe ich das nur als, oh Gott, um mich herum ist so viel Zeug, ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Sondern es liegt ja an uns, und davon bin ich ziemlich überzeugt, wie viel wir an uns ranlassen und wie viel nicht. Also ich brauche zum Beispiel enorm viel Stille und enorm viel Ruhe. Und die sich auch zu holen, das ist ja manchmal bei Menschen, die gerade mitbekommen, was die anderen von einem erwarten, nicht leicht, das auch durchzusetzen. Ja. Und natürlich spüren wir, wenn andere Leute von uns erwarten, dass wir aktiver sind oder das und jenes machen oder das und dieses tun. Wenn aber mein Körper mir sagt und mein Herz mir sagt, ich brauche eigentlich weniger Anstrengung, weniger Drama, weniger Anstrengung um mich herum, dann ist es meine Seelenhausaufgabe,
das auch durchzusetzen. Also diese Selbstliebe, diese Selbstfürsorge durchzusetzen, das mir ein Leben zu erschaffen, das, in dem ich mich wohlfühle. Mhm. Ja, ich habe dafür immer so den Vergleich von nicht mehr irgendwo anpassen, sondern sich das Leben passend machen. Mhm. Und ich liebe ja auch das Barfußgehen, aber ich bin da absolut nicht so mutig wie du. Also im Winter habe ich es noch nicht probiert. Nicht mal am Meer. Ich habe es zwar auch mal überlegt, aber dachte ich, nee. Die Angst, dass es zu kalt ist, war dann sofort viel größer. Und jetzt bei dir. Darf ich da kurz noch da was dazu sagen, Stefanie? Ja. Also, was du da sagst, dass man denkt, es ist zu kalt, das ist ja ein Gedankengang. Also die Augen schauen raus und sagen dem Gehirn, das sieht kalt aus. Mhm. Die Augen sind warm verpackt mitten im Kopf und haben überhaupt kein Sensorenfeld für irgendwas, was Temperatur betrifft. Also die sind ein denkbar schlechter Ratgeber, um zu wissen, ob was heiß oder kalt ist. Die können und der Fuß dann, wenn du rausgehst, gibt dir plötzlich die Information, ich weiß gar nicht, was die Augen haben, so kalt ist es doch gar nicht. Das ist das Faszinierende daran. So hast du das erlebt? Ja. Also ich weiß noch, wie der erste Schnee fiel und ich wollte ja dieses Jahr mal ausprobieren, ob das überhaupt noch geht. Da bin ich aus meinem Hausgang raus und meine Augen sagten mir, oh Gott, es schneit, wir brauchen Schuhe. Und dann dachte ich mir, naja, das sehe ich ein, aber schauen wir mal. Und dann bin ich raus und dann sagten meine Füße, wieso, das ist doch ganz nett. Auch beim Regen, also Regen barfuß gehen, es gibt eigentlich kaum was Schöneres. Warum man beim Regen Schuhe trägt, das ist mir völlig unbegreiflich, weil A, werden sie sofort sauber, du ist egal, wo du reintrittst, da kann überhaupt nichts passieren. Ich habe nur in meinem Auto, unterm Sitz habe ich so ein Handtuch und wenn ich dann ins Auto gehe, dann trockne ich mir meine Füße ab und fertig. Mhm. Fertig. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich, es gab eine Übung, die habe ich in dem Buch von Carsten Stark gelesen, Füße gut, alles gut. Und da hat man, also wenn du die Beine, die Füße am Boden hast und den großen Zeh unten lässt und den kleinen Zeh unten lässt, musst du in der Lage sein, die mittleren drei nach oben und nach unten zu bewegen, als wenn sie winken würden. Ui. Und das konnte ich nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe Körperteile, die nicht mehr funktionieren, wie sie sollen. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, dass es da eine Übung gibt, Du gehst ganz normal und steckst die Finger in die Ohren. Und wir gehen ja fast alle den festen Gang, weil das der einzige Gang, der mit Schuhen überhaupt möglich ist. Und dann ist es im Körper ein Wum, Wum, Wum. Und dann gehst du mit dem Ballengang. Das heißt, du setzt den Fuß vorne auf, was Kinder tun, wenn sie gehen lernen ohne Schuhe. Und was wir auch tun, wenn wir irgendwie am Strand zum Beispiel sind. Und dann ist es still im Körper. Und diese zwei Sachen haben mich enorm fasziniert. Und dann dachte ich mir, okay, was passiert eigentlich? Und ich gehe immer gerne barfuß. Was würde eigentlich passieren, wenn ich komplett auf Schuhe verzichte? Tolle Idee. Gibt es denn mittlerweile Nachahmer oder haben sich Menschen bei dir mal oder bei dir gemeldet, Rückmeldung gegeben, dass sie das dann auch mal ausprobiert haben? Ja, viele. Ich bin ja, Gott, weiß Gott, nicht die Einzige, die barfuß geht. Ich sehe immer mal wieder jemand, der barfuß geht. Wir begrüßen uns dann so wie alte Oldtimer-Fahrer, weißt du so. Hallo, mein Freund. Ich hatte auch was sehr Nettes, einfach Leute, die auch zum Beispiel ihre Kinder öfter wieder barfuß gehen lassen, weil das ist für Kinder ja tragisch, wenn sie nicht barfuß gehen dürfen, weil der ganze Muskel sich nicht, der ganze Fuß sich nicht entwickeln kann, weil er ja in einem Gipsbett liegt quasi die ganze Zeit. Und das ist ja auch so eine Sache, Stefanie, das weißt du bestimmt auch, was du vorher auch angesprochen hast. Unsere Angst, dass wir uns verletzen oder dass es uns nicht gut tut, ist manchmal so groß, dass wir die Freude daran gar nicht mehr ausprobieren, weil eben die Sorge, und das sind ja gerade bei Eltern, die sich sorgen, dass ihre Kinder sich verletzen, sie eben halt auch nicht mehr diese Erlebnisse machen lassen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe das ganz oft erlebt. Ich habe viel, viel, viel mit Kindern gearbeitet und immer mal gesagt, so wenn wir rausgehen, so jetzt sind wir auf der Wiese, wollen wir nicht mal alle die Schuhe ausziehen? Und dann gab es viele, also
ich sag mal, so ein Drittel bestimmt, immer so von der Menge, die und ich will das nicht. Und wo ich das Gefühl hatte, die haben, entweder haben die schon schlechte Erfahrungen gemacht oder sie haben noch gar nicht diese Erfahrung gemacht. Ich war immer ganz erstaunt, weil wir das als Kinder eigentlich vom Prinzip her gerne gemacht haben. Und ich mag das auch heute immer noch sehr. Ja, das ist natürlich viel, was das Vorbild ist, das Beispiel ist. Was machen, wenn wenn's meiner Mutter graust, die Schuhe auszuziehen? Ja, mei, dann muss doch was Furchtbares sein, wenn sie keine Schuhe wenn sie die nie auszieht. Dann muss ja eine Gefahr dahinter sein. Eltern sind ja Gott in dem Alter. Wahrscheinlich auch, ohne dass man großartig drüber redet, ist das schon bei den Kindern angekommen. Ja, klar. Kann sein. Und hast du denn über dieses Barfußgehen hinaus dann noch andere Themen innerlich bei dir entdeckt? Oder was hat das für dich bewirkt? Was hat es für Veränderungen gegeben? Also rein körperliche Veränderungen, dass ich keine Rückenschmerzen mehr hatte. Also habe seitdem auch, dass ich einfach aufrechter gegangen bin, dass meine Füße beweglicher wurden, dass es einfach viel mehr Spaß ist. Es ist einfach eine große Freude, barfuß zu gehen. Also das kann man gar nicht anders beschreiben. Man kann es so beschreiben, so ein bisschen wie das Korsett, das Frauen früher getragen haben, wo sie keine Luft gekriegt haben. Oder wie ich mit meinem BH manchmal dastehe und denke mir, mein Gott, du nervst. Und so ist es eben mit den Schuhen auch. Ich meine, ich hatte 100 Paar Schuhe, wie ich aufhörte, sie zu tragen. Also man sieht schon, dass ich da schon ein bisschen spaßsinnigerweise beschäftigt war mit dem Schuh-Dings. Und ich liebte auch Schuhe. Aber ich hatte immer empfindsame Füße. Ich brauchte immer Blasenpflaster. Es war eine Katastrophe, Sandalen oder Schuhe zu finden, die mir nicht wehtun. Deshalb hatte ich auch so viele, weil ich immer gedacht habe, vielleicht tut der nicht weh, bis ich festgestellt habe, Schuhe ausziehen, das ist der perfekte Schuh. Ja, das habe ich gelesen bei dir. Das heißt, 100 Paar Schuhe, du hast also auch so ganz typisch Frau einen Schuhtick gehabt. Ja, das würde ich schon sagen. Und sieht so aus. Konntest du dich davon lösen oder hast du das jetzt gar nicht mehr, so gar kein Bedürfnis mehr, dir schöne Schuhe zu schaffen? Also ich habe in meinem Schrank oben stehen noch 4 Paar Schuhe, die High Heels sind. Ui. Keinen davon habe ich in den letzten 7 Jahren getragen. Einen Mal für eine Hochzeit ganz kurz und dann wieder ausgezogen. Also eigentlich könnte ich die auch weggeben, aber ich fand die irgendwie so entzückend und ich habe die behalten. Und erst gestern habe ich mir die angeschaut und gedacht, also die kannst du jetzt wirklich auch hergeben. Das war, ist der Rest. Und natürlich habe ich ein paar Winterstiefel, flache Barfußstiefel, wenn ich lange Spaziergänge machen will, was ich auch tun will. Und ich habe auch kleine so Faltdinger dabei, wenn es mir manchmal zu kalt wird oder ich auch mit Leuten unterwegs bin, denen es peinlich ist, dass ich keine Schuhe trage. Dann trage ich die eben. Wieso ist es jemand anders peinlich, wenn du keine Schuhe trägst? Meiner Tochter zum Beispiel ist peinlich. Meine Geschenkkinder, die stört es nicht, aber meine Tochter möchte, dass ich im Restaurant Schuhe trage. Und da habe ich meine Minimalschuhe, das ist quasi eine 3 mm dicke Sohle und 2 Bantel drumherum. Und die ziehe ich halt dann an. Okay. Ich bin jetzt gerade völlig erstaunt, warum das jemand anders dann peinlich ist, wenn du keine Schuhe trägst. Aber weil ihr zusammen da sitzt und die... Nee, das verstehe ich schon, weil meine Tochter ist eine sehr private Person. Sie will keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deshalb ziehe ich natürlich Aufmerksamkeit auf mich. Das ist natürlich das einzige Blöde am Barfußgehen, ist wirklich, dass du auffällst. Ja. Also je mehr Leute barfuß gehen, desto weniger falle ich auf. Und darauf hoffe ich immer noch. Ja, vielleicht trägt das jetzt auch wieder einige Menschen an, das mal auszuprobieren. Ich würde jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich jetzt in den Wald gehe, glaube ich, tatsächlich mal den Mut finden und meinen Kopf reden lassen.
und trotzdem mal die Schuhe und Strümpfe auszuziehen und das jetzt einfach mal auszuprobieren. Schau, du kannst in deinem Kopf sagen, Schatzel, wir probieren das mal aus und wenn es nichts ist, ziehe ich sie halt wieder an. Da ist ja nichts kaputt gegangen dabei. Also, und bei den Füßen ist also Regel Nummer eins, das hat bei mir lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Wenn du das Gefühl hast, du bist wo reingetreten, bitte schau sofort nach und nimm es dir sofort wieder raus. Da habe ich immer noch, manchmal frage ich mich, ob ich lernfähig bin, da habe ich immer noch, manchmal denke ich mir, ach nee, das ist doch nichts, da ist doch nichts und prompt latsche ich dann 3-4 Schritte weiter und drehe es mir dann noch ein bisschen tiefer rein. Es ist auch kein Problem, das rauszuziehen. Also ich habe ja mal 3-4 Mal im Jahr steige ich irgendwo rein und dann musste ich halt hinsetzen. Und das ist halt ein bisschen eine Fummelei, weil das in der Regel winzig kleine Dinger sind. So eine winzige Dorne von irgendwelchen Beeren, Sträuchern, die dann am Boden liegen. Also das ist manchmal ein bisschen mühsam. Aber das ist auch wirklich das Einzige. Mhm. Und hast du denn so eine dicke Hornhaut da? Oh Gott, ich bin viel zu eitel dafür. Nein, es geht ja nicht darum, nichts zu spüren. Die Füße, manche Leute sagen, ja, du bist ja schon abgehärtet. Nein, meine Füße sind sensibel und bleiben sensibel und werden weiterhin sensibel sein. Das will ich mir ja nicht abgewöhnen, um Gottes Willen. Und ich habe auch so einen BIM-Schwamm, den ich benutze, und damit meine Haut auch beweglich und gesund ist. Weil so eine dicke Hornhaut, das ist ja abgestorbene Hautzellen, die in der Regel durch Reibung verursacht werden. Bei mir reibt ja nichts mehr. Das heißt, dir wird dann auch nicht kalt an den Füßen, wenn du dann drinnen länger irgendwo sitzt, weil deine Füße sowieso besser durchblutet sind insgesamt wahrscheinlich. Ja, ne? Also das war früher so, ich hatte früher wirklich kalte Füße. Ich hatte 3 Sockenschubladen, also die Vorstellung im Winter im Haus ohne meine dicken Socken in meinen dicken, ich hatte so richtige Filzhausschuhe, dicke. Also das wäre, ich hätte gedacht, na, ein Leben ohne Socken ist nicht machbar. Und erst wie ich dann aufgehört habe und relativ schnell hat mein Körper gesehen, das ist ja das wirklich Faszinierende am Körper, mein Körper gesehen, ich muss diese Füße durchbluten, die werden jetzt bewegt. Ja. Und innerhalb von 1-2 Wochen hat er meine Füße warm gemacht. Das Faszinierendste war mal im Winter, da war ich mit meinem früheren Mann in München auf einem Weihnachtsmarkt und hatte, ich habe so Schuhe, so kleine, die ich dann mitnehme für den Winter, die so ein bisschen wärmer sind. Leguano-Schuhe heißen die. Ich werde übrigens nicht für irgendwelche Werbung bezahlt, aber das sind einfach mal die hauptsächlichen Schuhe, die ich dann trage in solchen Fällen. Und die habe ich dabei und dann habe ich gemerkt, da stand ich da rum, da muss ich was anziehen. Habe ich die angezogen, auch ohne Socken, weil da schlüpft man so rein. Und anschließend waren wir im Museum und haben einen Kaffee, einen Tee getrunken da in diesem Museumsrestaurant. Und dann merkte ich, dass meine Füße nicht warm werden. Mhm. Und dann habe ich meine Schuhe ausgezogen, also diese dünneren Schuhe. Und innerhalb von eine halbe Minute waren meine Füße wieder warm. Die sind sie aber nicht mehr in den Schuhen geworden. Das ist ja verrückt. Ja, und das war faszinierend für mich. Und deshalb, wenn ich mal Schuhe trage und merke, ich habe dann kalte Füße, weil Winter, weil langer Spaziergang, und dann die Schuhe ausziehe, werden sie sofort wieder warm. Von selber. Ohne, dass ich mit Socken und Wärmflasche und weiß der Herrgott was und warmem Fußbad da zugange sein muss. Ganz verrückt. Aber mir fällt gerade ein, dass ich mal als Jugendliche, da haben wir immer gezeltet und sind wie in Urlaub gefahren, also auch draußen eben nicht gezeltet, sondern einfach draußen geschlafen. Und ich habe gefroren im Schlafsack, es war kalt. Und ich habe mir dann zuerst immer mehr angezogen, bis mir irgendjemand mal sagte, weil es auch nicht funktioniert hat, du musst weniger anziehen, weil dann der Schlafsack irgendwie besser deine Körperwärme aufnehmen kann. Und dann wird es dir auch wärmer werden. Und tatsächlich, es war der Fall. Ich habe dann zum Schluss wirklich nur noch Unterwäsche angehabt. Und vorher habe ich gedacht, ich muss mir noch ein paar Socken mehr und noch eine Jogginghose drüber. Und nee, es war der falsche Weg. Stimmt. Habe ich auch so erlebt, ja. Es ist auch ganz interessant, zum Beispiel meine Freundin Rita Fasel, die ja auch Bücher schreibt über Handlesen und Fußlesen, die zum Beispiel hat große Schwierigkeiten, barfuß zu gehen, weil sie erspürt, was da auf dieser Erde da stattgefunden hat.
Das erspüre ich nicht, das will ich auch nicht erspüren. Also ich kann dir ja gar nicht sagen, wie ich das mache, aber ich mache das, dass ich nur dann empfindsam bin, also jetzt Sachen aufnehme, energetisch Sachen aufnehme, wenn ich das will. Ja. Und sonst mache ich das zu. Das geht mir auch so. Das ist auch eine Entscheidung, ja. Und deshalb habe ich so viel nicht auf mich einstürmen. Also ab und zu schon natürlich, wenn eine Freundin zu mir sagt, du kannst dir mal meine neue Wohnung anschauen, da stimmt irgendwas nicht, und dann gehe ich rein und dann kriege ich schon sofort mit, was da dicht ist und was nicht und was da ein bisschen Erleichterung braucht und was da ein Ausräuchern braucht. Aber das ist dann eben der Wunsch, da reinzugehen und da auch Unterstützung zu sein. Aber ansonsten brauche ich das nicht dauernd. Nee, aber das ist auch meine Erfahrung, dass wir mit einer willentlichen, bewussten Entscheidung das entweder an- oder ausmachen. Das hat auch was damit zu tun, glaube ich, je besser man sich selbst kennt und ja, sich seiner selbst bewusst wird. Und dazu hast du ja auch einiges, was du Menschen anbietest. Du hast Bücher und Online-Kurse. Mhm. Magst du dazu noch etwas erzählen? Es gibt keine Vorträge und Workshops mehr. Und hatte vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren ging es plötzlich, da den Wunsch, das irgendwie systematisch zu machen, weil ich glaube, ein waches Leben hat was auch mit eben bestimmten Hausaufgaben zu tun, Dinge, die man dann verändern kann. Und so habe ich da 3 Kurse gestaltet, einer über Kommunikation und zwei über spirituelle Wachsein und über ein Leben, also der Seele folgen und der Sehnsucht der Seele auch, das auch leben, das auch zu gestalten. Und das erfreut wohl oder unterstützt und hilft. Und dazu ist es ja auch gedacht. Es ist ja, man muss ja das Rad, ich muss ja auch nicht alles selber erfinden. Also ich habe auch Freunde, mit denen ich mich zusammensetze, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, was mache ich denn jetzt da? Oder kannst du da mal bitte draufschauen? Irgendwas sehe ich da nicht. Und manchmal hilft es eben, wenn jemand von außen draufschaut, weil es klarer ist manchmal. Und das sind einfach so Übungen mit Übungsblättern, mit Hausaufgaben, mit Gesprächen, mit Meditationen, mit Videos von mir und Sachen, die man halt einfach da mitmachen will. Und dass es eine Geld-Zurück-Garantie gibt, ist es großartig, weil wenn es einem nicht gefällt, kann man es wieder zurückgeben. Ah, okay, das ist schön. Ja, ich kann auf jeden Fall deine Webseite verlinken und deinen Kontakt ist da ja auch, da ist auch, glaube ich, eine Kontaktseite, ne? Extra. Ja, das ist. Und ich mache jetzt gerade auch ein Podcast, der heißt Sinn und Sein. Da beschreibe ich einfach so Sachen, wie ich damit umgehe und was sich da so zeigt und dann auch eine interessante Sache, das sehe ich ja, wie du das jetzt machst, das ist ganz spannend für mich auch zu sehen. Vielen Dank. Ja, gerne. Das macht auf jeden Fall Spaß. Sabrina, hast du noch etwas, was du gerne für die Hörer sagen möchtest, etwas, was dir wichtig ist? Ich glaube, dass Sensibilität ja so ein individuelles Geschenk ist und wirklich zu erkennen, wie es nützlich ist für mich und für andere, ist ja wie eine Sprache lernen. Wie funktioniert es bei mir? Was sind die Warnzeichen? Wo mache ich zu viel? Wo brauche ich ein bisschen mehr Ruhe, Entspannung? Wo darf ich ein bisschen mehr erforschen? Das ist ja alles, finde ich, enorm spannend. Und viel Natur, und da hilft uns gerade in der heutigen Zeit mit viel Elektronik und Elektrik und Zeug und Handys und Computer und you name it, ist es einfach sehr wichtig, dass wir uns die Natur nicht nur durchs Fenster anschauen. Und der Körper entlädt sich quasi wieder. Wir leben ja mehr oder weniger in einer Batterie. Alleine unser Erdsystem ist ja wie eine Batterie. Mhm. Und dieses Entladen brauchen nicht nur unsere Geräte und dieses Erden brauchen nicht nur unsere Telefonverbindungen, sondern eben auch wir. Und je mehr wir davon tun, desto wohler fühlen wir uns im Körper. Und das ist doch ein hehres Ziel, finde ich. Wunderschön, genau. Das hast du gut zusammengefasst.
so eine umfassende Thematik der Hochsensibilität. Vielen, vielen Dank, Sabrina. Gern geschehen, Stefanie. Hast du auch Lust bekommen, das jetzt mal auszuprobieren? Sogar jetzt im Winter? Oder zumindest Lust bekommen, deine Füße zu Hause, drinnen, anders zu erleben, wenn du barfuß durch die Wohnung läufst? Ich habe mich jetzt wirklich getraut, habe meinen Kopf reden lassen. Und dadurch, dass es jetzt im Winter war, war es eine ganz besondere Erfahrung. Meine ganze Aufmerksamkeit lag jetzt bei meinen Füßen, wobei ich im Sand gegangen bin. Und ich muss Sabrina zustimmen, das ist nochmal anders, als ich das im Sommer kenne, weil ich jetzt in dieser Jahreszeit mit meiner kompletten Aufmerksamkeit bei meinen Füßen, dem Untergrund und damit auch in meinem Körper und in Verbindung mit der Erde war. Und das hat so eine positive Auswirkung auf mein Nervensystem gehabt in dem Moment, weil ich schlagartig dadurch ruhiger geworden bin. Durch dieses Ankommen im Körper. Und es hat mir das nochmal auf eine andere Art bestätigt, was ich ja schon ganz oft im Podcast gesagt habe, nämlich, dass für mich die wertvollste Lösung für mein Problem der Überreizung, wenn es auftritt, ist, mich selbst wahrzunehmen, mich in meinem Körper zu spüren. Von der Wahrnehmung, was im Außen passiert, zu der Wahrnehmung, was in mir passiert, zu kommen. Und aus diesem Zustand heraus auch meine Umgebung nochmal anders, entspannter zu beobachten und wahrzunehmen, weil ich wirklich in dem Moment durch diese Erdung in mir verankert bin. Und das wünsche ich dir jetzt auch in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, diesen Ruhepol in dir zu finden, dich selbst zu spüren und wahrzunehmen, egal was im Außen los ist. Das sind manchmal nur kurze Momente, aber das kann immer mehr werden. Und da wachsen wir alle Stück für Stück dran. Und können dann auch leichter die Hochsensibilität als ein Geschenk wahrnehmen, so wie Sabrina es geschildert hat, und das Ja für uns selbst empfinden. Und wenn es bei dir nicht über das Barfußgehen funktioniert, sondern du auch noch eine andere Möglichkeit gefunden hast, einen Tipp für uns hast, dann freue ich mich sehr, wenn du das schreibst, vielleicht auf der Webseite, bei Facebook, Instagram und so weiter. Lass uns teilhaben an deinen persönlichen Erfahrungen, an deinen guten Tipps, die uns alle inspirieren können, die uns allen weiterhelfen können. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wünsche dir jetzt wirklich eine wunderschöne Zeit, die du ganz in dir, bei dir, dich selbst wahrnehmend genießen kannst. Alles Liebe für dich und eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.